Wir sind zurück in Dying Light 2. Hier einige PC-Tweaks, mit denen du dein Dying Light 2-Erlebnis etwas optimieren kannst. Zum Beispiel durch das Deaktivieren von Motion Blur, Anpassung des Field of View und anderen Einstellungen. Außerdem zeige ich dir, wie du wirklich alle Tasten so belegen kannst, wie du es möchtest und wie du die unnötigen und nervigen Logos und natürlich das Intro wegbekommst. Nochmal ganz klar, das Ganze geht natürlich nur auf dem PC. Um diese Einstellung hinzubekommen, müssen Dateien verändert werden. Keine Sorge, das ist ziemlich easy, aber zur Sicherheit solltest du immer jede Datei, die du veränderst, vorher auch sichern. Also eine Kopie der unbearbeiteten Originaldatei irgendwo ablegen, damit du im Falle eines Falles den ursprünglichen Zustand wiederherstellen kannst. Also lass uns loslegen. Zunächst einmal wollen wir uns um die Einstellungen kümmern. Dafür musst du in den Ordner Settings. Geh dafür in den Ordner Dokumente. Dort findest du einen Dying Light 2 Ordner. Den bitte öffnen. Hier gibt es nur einen einzigen Ordner mit der Bezeichnung Out und da müssen wir rein. In diesem Ordner finden wir nun den gesuchten Ordner Settings und in diesem Ordner finden wir dann zwei Dateien. Öffne mit einem Editor die Datei Video.scr. Das Ganze sieht dann so aus. Hier oben hast du verschiedene Erklärungen für die möglichen Einstellungen. Grundsätzlich steht bei allen Ein- und Aus-Einstellungen 1 für An und 0 für Aus. Du kannst nun die Änderungen so durchführen, wie du das haben möchtest. Wenn du zum Beispiel jetzt Motion Blur deaktivieren möchtest, dann setz den Wert von 1 auf 0 und damit ist das deaktiviert. Mit extra GameFOV kannst du die Field of View Einstellung verändern. Du kannst hier den Wert zum Beispiel auf 40 setzen. Das sieht dann so aus. Hier musst du einfach ein wenig ausprobieren, was für dich der beste Wert ist. Natürlich kannst du hier auch noch andere Einstellungen verändern. Interessant sind hier zum Beispiel die beiden Einstellungen Shadow Map Sites und Voxel Global Illumination. Durch Shadow Map Sites lässt sich die Qualität der Schatten erhöhen. Der Standardwert ist hier 924, was aber ein wenig ungewöhnlich ist. Vielleicht ist das der Wert für die Konsolen und man hat vergessen, den hier anzupassen. Wie auch immer, man kann den Wert erhöhen. 1024, 2048 oder 4096 sind mögliche Einstellungen. Ich nehme hier mal 2048. Es ist klar, je höher der Wert, desto mehr Leistung wird benötigt. Hier musst du einfach mal schauen, was für dich okay ist, aber 1024 sollte eigentlich mindestens immer funktionieren. Hier haben wir Voxel GI Quality. Hier geht es um die globale Beleuchtung. Man kann den Wert auf 4 oder sogar auf Ultra stellen, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Damit hätten wir hier so die wichtigsten Einstellungen, aber wie gesagt, hier kannst du natürlich auch noch andere Sachen ändern. Wenn du gern Funktionen auf eine andere Taste legen würdest, die aber nicht durch das Ingame-Optionsmenü möglich ist, dann gibt es für dich die Möglichkeit, das direkt in der zuständigen Datei zu machen. Dafür brauchst du aber ein Npack-Programm. Meine Empfehlung ist hier 7zip. Du bekommst das Programm kostenlos, zum Beispiel auf chip.de. Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Du musst nun in dein Dying Light 2 Verzeichnis. Bei Steam ist das dieses hier. Dort öffnest du den Ordner PH und da drin den Ordner Source. In diesem Ordner findest du die Datei data0.pak. Im Kontextmenü findest du nach der Installation von 7zip auch den .7zip, womit sich weitere Befehle auflisten lassen. Wähle hier Öffnen. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier kannst du nun in den Ordner Scripts und dann in den Ordner Input gehen. In diesem Ordner befindet sich die Datei input-keyboard-scr. Du kannst nun über das Kontextmenü die Datei bearbeiten. In der nun geöffneten Datei kannst du die Werte, wie du willst, verändern. Ich ändere hier mal die Waffenauswahltaste von 3 auf die Tab-Taste. Nachdem du die neue Taste eingegeben hast, schließt du die Datei. Danach kommt die übliche Frage, ob man speichern will. Das bestätigst du natürlich. Und danach kommt die Frage, ob man das nun im Archiv abändern soll. Und hier klickst du natürlich auf OK. Im Spiel kannst du dann deine neue Tastenzuweisung oder deine Zuweisung testen und schauen, ob alles geklappt hat. Zum Abschluss wollen wir uns noch um die nervigen Logos und das Intro beim Start von Dying Light 2 kümmern. Hier gehen wir einfach in die Steam-Bibliothek von Dying Light 2. Im Kontextmenü finden wir den Punkt Einstellungen. Darüber rufen wir dieses Fenster auf. Unter den Startoptionen geben wir nun -no-logos ein, alles zusammengeschrieben. Das Fenster können wir danach schließen und Dying Light 2 starten. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist doch auf jeden Fall besser, würde ich mal sagen.
Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.